Hallo? Ah, ja. Hallo? Ja. Hallo, hallo. Guten Tag. Es geht noch nicht los. Ich sage zwei ganz praktische Ansagen. Einmal sollen bitte die Spendensammler alle zur Bühne kommen. Wir brauchen sie. Zweitens sollen bitte die Redner alle zur Bühne kommen. Wir brauchen sie auch. Und bevor es mit den Reden und den Spenden losgeht, geht's erstmal mit einer ästhetischen Reflexion des Ganzen los. Nicht nur Sprache, sondern auch Musik und Theater haben wir hier. Und zwar, das Weber-Herzog-Musiktheater führt ihr neues Stück vor. Das Stück heißt Raus bist du lange nicht, Geschichte einer Betriebsbesetzung. Wir freuen uns drauf. Von Zeit zu Zeit siegen die Arbeiter, aber nur vorübergehend. Das eigentliche Resultat ihrer Kämpfe ist nicht der unmittelbare Erfolg, nicht der unmittelbare Erfolg, sondern die immer weiter um sich greifende Vereinigung der Arbeiter. Sie entsteht immer wieder. Von Zeit zu Zeit siegen die Arbeiter stärker, besser, mächtiger. Raus bist du noch lange nicht. Geschichte einer Betriebsbesetzung. In der Wegebuch, raus bist du. Wer wird der Nächste sein, der aufs Laster fliegt? Du, du. Wollen euch, die ihr noch Arbeit habt oder nicht mehr habt oder nie gehabt habt, erzählen die Geschichte von unserem Kampf gegen die Schließung unserer Fabrik. 31. Mai. Wir Arbeiterinnen und Arbeiter eines Stahlwerkes für Pressen und Walzen genießen das Pfingstwochenende. Da erreicht uns ein Telegramm unseres Fabrikbesitzers. Weil das Stahlwerk seit geraumer Zeit unter einem massiven Gewinnverlust leidet, haben wir beschlossen, ab sofort sämtliche Aktivitäten einzustellen. Uns war sofort klar, das ist alles vom Werk. Als wir dort ankommen, ist das Werktor abgesperrt. Im Hof patrouillieren Männer einer privaten Sicherheitsfirma, außerdem 8 muskelbepackte, tätowierte Bodyguards. Drehen den Spießer noch um. Wir drehen den Spieß einfach 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 um. Dann besetzen wir unsere Fabrik. Wir rufen eine ständige Betriebsversammlung aus und nehmen die Produktion im Zwei-Schicht-Betrieb wieder auf. Die Schikanen haben wir satt. Die Schikanen haben wir satt. Wir entzeigen jetzt unsere Fabrik. Auch ohne Schatten für die. Wir entzeigen jetzt unsere Fabrik. Auch ohne Schatten für die. Die Produktion liegt in unserer Hand. 10. September, 5 Uhr morgens. Während 2 von uns, die übliche Nachtwache, anwesend sind, wird die Fabrik von 50 Polizisten geräumt. Die Werkstore werden versiegelt. Jetzt sind wir schon zum zweiten Mal ausgesperrt. Wir müssen sie zurückerobern. Wen? Unsere Fabrik. Unsere? Schon lange unsere. Jetzt sehen wir einmal an, wir haben einen Mann, einen reichen Mann mit einer Million, einen Mann mit einer Million, der kauft sich eine Fabrik. Für die Million kauft er noch Maschinen und Droschen.
Million. Gewinn von einer Million. Macht mit dieser Fabrik. So hat also unser Mann nach einem erfolgreichen Jahr sein Startkapital. Zur Gänze heraus. Zur Gänze heraus. Und zudem noch eine Million. Jetzt nehmen wir weiterhin an. Im zweiten Jahr schneller Mann. Unser reicher Mann. Mit dieser Million. Mit der neuen Million. Die zweite Fabrik kann er hin. Ein Jahr geht wieder ins Land. In der ersten und zweiten Fabrik. Da wird weiterhin fleißig mal hoch. Wird weiterhin fleißig mal hoch. Schon für die dritte Million. Zum Schluss sei die Frage erlaubt, wenn der gute reiche Mann schon längst wieder raus hat, seine Million, wieder raus hat seine Million, wem gehört die zweite Fabrik? Hey! Warum besetzen wir nicht einfach den Platz vor dem Werkstor? Auf geht's! Wir lagern hier die Fabrik! Mit einem Wohnwagen und Klappstühlen richten wir uns vor dem Werkstor ein. Von überall her erhalten wir Solidaritätsbekundungen und Spenden. Von Almosen zu leben. Das ist der Hass, Herr.
Vorstellen von der Sozialpartnerschaft. Schmeiß einen Frosch ins brodelnde Wasser und er springt heraus. Schmeiß ihn ins kalte Wasser.